So, ihr Lappen, habe Terry, hier ist wieder Christix, aka Billy Hill. Und wie versprochen werden wir uns jetzt mal einer Mission widmen. Ich habe schon was Nettes herausgesucht für euch, da ist gerade was aufgepoppt. Und da wir ja Banditen sind, müssen wir unseren Ruf als Bandit verteidigen oder beziehungsweise unserem Ruf gerecht werden und werden uns eine Mission, ich hoffe doch, dass da Soldaten am Start sind, beziehungsweise Heroes, eine Medical Outpost Mission bei Grishino widmen. So ist das am Airfield oben und da werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Ich denke, ich werde für die Mission, ich habe ja schon ein bisschen was gelootet von der letzten Mission noch was. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall mal die DMR einpacken, weil die Waffe eigentlich echt ziemlich geil ist. Eine meiner Lieblingswaffen. Und dann hätte ich noch eine M110 dabei. Sozusagen als Verstärkung. Die werden wir auch mal mitnehmen. So, da haben wir, glaube ich, noch 3 Mags am Start. Und dann natürlich Morphium. Heute schon sehr oft gebraucht. Und ein Bloodbag. Und ich denke, das dürfte es dann eigentlich erstmal gewesen sein. Oh, haben wir noch. Das ist sehr gut. Nehmen wir da noch eins mit der. Und hier noch. Und hier noch. Und dann würde ich sagen. Lolita schnurrt schon. Wir machen uns mal auf den Weg hier. SUV ist eigentlich mit das schnellste Fahrzeug auch. 120 auf der Straße. Ist ziemlich geil. Und auch dieser gepanzerte SUV hat zwar nur 20 Waffenplätze, 20, ungefähr 20, ja 20, aber hat halt 400 Itemplätze und das ist schon richtig geil. Ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel einen Wotnik habt, der Wotnik hat ja glaube ich nur 10 oder 15, da ist ein geiler Tipp, was ich euch geben kann, ist wenn ihr einfach Rucksäcke nehmt, so große Waffentaschen oder so, da passen ja 6 Waffen passen rein, ja. Ihr könnt auch ja den Rucksack ins Vehikel reinstopfen. Und wenn ihr den Rucksack ins Vehikel reinstopft, dann wird er gespeichert. Bis zum Server Restart sind die Waffen dann auch noch in dem Rucksack enthalten. Das heißt, wenn ihr jetzt 6 Rucksäcke dabei habt, ich habe jetzt hier 7 Rucksackplätze, obwohl ich schon 3 habe, also 10 Rucksackplätze habt ihr. Wenn ihr jetzt meinetwegen 10 große Waffentaschen habt, von Missionen gefarmt oder so, dann könnt ihr logischerweise schon 60 Waffen allein durch die Rucksäcke transportieren, was dann schon ziemlich cool ist. Also da kann man aus so einem kleinen Gefährt wie jetzt dem hier, beziehungsweise dem hier oder sogar ein Wotnik oder auch ein Little Bird, der hat ja auch 5 Waffenplätze. Oder auch ein Little Bird, der hat ja auch 5 Waffenplätze, kann man schon ein Maximum rausholen. Ich habe übrigens mein Boost vom Fahrzeug und mein Schnelllaufen auf der Space-Taste. Was einfacher zu drücken ist und den Kommandomodus braucht man eh nicht. Also ich zumindest nicht. Deswegen habe ich das auf die Leertaste gebannt. So, jetzt schon mal 1000 Meter haben wir noch am Start. Bei den Missis muss man ganz klar beachten, das Wichtigste ist einfach die Position. Also die Position ist eigentlich die halbe Miete und man sollte schauen, dass man je nach Schwierigkeit der Mission, weil die gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, weiter weg ist. Ich kann euch kurz vielleicht noch das Missionssystem erklären. Wir haben jetzt hier eine Random Mission, da müssen wir erst schauen, da sehen wir vor, am Anfang noch gar nicht, ob es jetzt Banditen oder Heroes sind. Und dann haben wir hier zum Beispiel eine B. B heißt Disabled UH1. Das B steht für Banditen. Also die Mission, da sind Banditenbots. Gelb heißt, es ist eine, ja, mittelschwer. Grün ist eine einfache Mission. Gelb ist mittelschwer. Dann haben wir hier, Rot ist schwer. Und das hier ist schon ziemlich hardcore. Die schwarze.
Da sind dann schon wirklich Elite-Bots, so 40, 50 Stück oder so. Da fährt auch ein bewaffneter Humvee rum und da kommt auch noch eine Luftunterstützung. Also da geht's schon wirklich, da geht schon wirklich einiges. Also da, puh, da ist schon ganz schön was geboten hier, ne? Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob wir da schon was ausmachen können. Ja, da hinten, ich sehe schon ein Gebäude. Wir fahren da mal ein bisschen weiter runter, weil von der Seite aus, glaube ich, kommen wir da nicht so richtig hin. Beziehungsweise wir können nicht aus unserer optimalen Entfernung die Mission clearen. Deswegen, wir schauen mal ein bisschen, ob wir vielleicht unten irgendwo eine bessere Posi finden. Von der Straße aus, von Grishino aus. Dass wir da irgendwie über die Lichtung ballern, eventuell. Brauchen auch Schutz. Genau, und je nachdem, wie auch die Schwierigkeit von der Missy ist, desto mehr Bots sind auch da. Bei den Grünen sind so ungefähr so 7 maximal. Und das überhöht sich dann immer, wie gesagt, bei den Schwarzen sind es dann schon 40, 50 oder so. Und die Wichser treffen zum Teil wirklich sehr genau. Also wirklich sehr genau. Da meint man, es ist alles gut und auf einmal hat man schon einen Schuss in der Fresse. Es ist jetzt hier natürlich behindert, ne? Weil jetzt, wenn wir zu nah an der Stadt sind und dann da ballern, dann kommen die ganzen Zombies zu uns. Deswegen versuchen wir jetzt mal ein bisschen in den Wald zu fahren, dass wir halt so, ich sag mal 20, ja, sagen wir mal 50 Meter oder so weg sind. Und dann schauen wir mal, dass wir die vielleicht hier vom Waldrand aus clearen. Ich kann mich dadurch, dass ich einen gepanzerten SUV habe, wenigstens hinter meinem SUV verstecken. Ich meine, der ein oder andere Zombie wird auf jeden Fall bei uns vorbeischauen, das kann man nicht vermeiden. Jetzt haben wir genau den Busch im Weg. Aber wir versuchen es auf jeden Fall in Grenzen zu halten. Alter. Ja gut, wir machen es jetzt mal von hier aus. Motor aus. Aussteigen. So. Entfernung sollte passen. Ja, das war jetzt genau das, was ich nicht wollte. So, wir holen uns unsere DMR raus. Das hasse ich immer, das Zeichen. Naja. So. Dann gehen wir mal in die Hocke. Und dann fällt uns auf, dass wir nichts mehr sehen. Dann müssen wir es trotzdem so machen. Na gut, da sind Banditen. Eigentlich nichts, was für mich wäre, aber gut. Wir lassen das jetzt mal hier. Das sind 457 Meter, da müssen wir eigentlich mit ein bisschen Überhalten ziemlich gut hinkommen. Das Ding ist jetzt bloß, wenn ich anfange zu ballern, dann schießen die sofort auf mich, weil ich, also ab 700 Meter sowas haben sie dann eigentlich keinen Plan mehr bei Grünen und Gelben. Bei Schwarzen bin ich schon von 1200 Meter Entfernung abgeballert worden. Also da meinen es die Wichser wirklich ernst dann. So. Haut mit deinem Arm, das hier wie Geblabe. Wir versuchen das jetzt mal von hier aus. So, ich sage Lock and Load. 457 Meter. Wir versuchen das mal. Und los geht's. Jo, Entfernung passt. So, jetzt hören wir schon, dass ein Zombie kommt. Noch einer irgendwo. So, weiter geht's. Fall um. Noch einer. Der ist auch down. So, ist noch einer. Da ist noch einer. Vorbeigeschossen. Ja, auf manche Entfernungen. Muss man dann zweimal treffen. Den haben wir, glaube ich, auch erwischt.
Also wir haben jetzt hier Glück, dass ich sehe zumindest keins. Normalerweise sind dann auch noch M2 Maschinengewehre dabei manchmal. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, danke. Na komm schon. Schau dir mal die Penner an. Den haben wir. Da war irgendwo noch einer zu uns unterwegs, oder? Hast du richtig gesehen? Es sind manchmal M2 Maschinengewehre dabei. Dann sollte man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Also die. Die haben wir auch erwischt, die Alte. So, zwei sehe ich jetzt noch. Eventuell sogar drei. Na komm schon. Alter. Den haben wir erwischt. Und jetzt ist er down. Den haben wir auch erwischt. Jetzt ist er auch down. Alter. So. Da schießt noch jemand. Ich weiß jetzt noch nicht, wo. Da ist sie. Oh boy. Und erwischt. Da ist noch eine. Komm, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Und haben wir die? Ich glaube, wir haben sie zumindest verwundet. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es das war. Hoffentlich versteckt sich noch ein Bot irgendwo. Deswegen fahren wir mal um die Miss hier rum. Schuss haben wir keine dabei. Normalerweise, wenn die Mission dann gecleared ist, dann steht in der Mitte. Wir hätten sogar zwei Fahrzeuge. Dann steht in der Mitte immer Bandits oder Heroes have saved oder bla bla bla, the object, pipapo. Irgendwas steht halt dann immer. In meinem Fall ja Bandit, weil ich hier Bandit bin. Habe ich jetzt eigentlich meine Leute sogar umgenietet, aber war nur zwecks, um es halt euch mal zu veranschaulichen. Ihr müsst dann immer aufpassen, weil da sind außenrum Minen. Weil wenn, da bin ich schon auch das ein oder andere Mal gestorben, weil ich hingefahren bin und einfach auf den Loot zu geil war. Dann hat es Bums gemacht. Wobei bei den Nebenmissionen sind anscheinend gar keine Minen außenrum vorhanden. Ich glaube, wir haben ganze Arbeit geleistet. Schaut momentan eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das war's. Yep. Hier spawnt jetzt auch schon. Spawnt jetzt auch schon ein Zombie. Aber den können wir jetzt hier mal nicht brauchen. So, und jetzt kann ich euch das mal mit dem. Mit dem. Hier steht's. The medical outpost is under survival control. Damit sind wir gemeint. Jetzt kann ich euch das mal zeigen mit dem. Mit dem. Waffenrucksack. Dazu stecke ich die schon mal rein, weil ich die verkaufen will. Dann hole ich mir den Rucksack nur mit den Waffen, die ich verkaufen möchte. So, dann geht's los. M16A2. Können wir leider hier auf dem Server nicht verchecken. Aber ich nehme gerne einmal sowas mit. Und ich mache es dann immer so, man kann die Leichen verstecken. Dann weiß man schon, was man gelootet hat und was man nicht gelootet hat. So, jetzt verschwindet die versinken dann einfach im Boden. Wir müssen immer nebenbei ein bisschen aufpassen. Es sind zwar momentan nur vier Leute am Server, aber die Gefahr lauert ja bekanntlich bei Daisy überall. So, auch verstecken. Was dann viel und was wenig
was viel und was wenig bringt, das bekommt ihr dann auf Zeit, nach der Zeit auch mit. Also verkaufstechnisch gesehen, was wie viel Gold bringt. Deswegen, ich nehme nur die Waffen mit, die mir auch wirklich Gold bringen. Die M4-1 kann man auch verkaufen. Ja, da ist noch was. Jetzt müssen wir auch schon fast beeilen hier, weil jetzt gleich Server Reset ist. So, ne, AK nehmen wir noch mit. Was haben wir denn? Der hat einen Survival-Rucksack. Den Rucksack brauchen wir dann quasi auch nicht. So, dann haben wir, die hat auch einen Survival-Rucksack, oder? Fleisch verstecken. Survival-Rucksack, genau. So, was haben wir? Die hat einen Coyote. Ne, einen britischen Sturmtrupp. Sturmtrupp, den brauchen wir aber auch nicht. Was hat die? M4A1, die kriegen wir auch verkauft. Die müssen so 2 bis 5 Gold bringen. 2 schätze ich mal, 2, 3. Auch verstecken. Ja, das ist halt das hier. Wenn hier jetzt irgendeiner zum Ballern anfängt, das ist halt das Problem jetzt. Ich bin auf offenem Feld und manche machen sich's halt dann einfach. Die chillen sich dann irgendwo in die Ecke. Machen eigentlich gar nichts und warten einfach nur drauf, bis jetzt so ein Affe wie ich dann vorbeikommt und die Mission macht. Und wenn ich dann am Looten bin, dann macht's Batz Batz und die holen sich den Loot. Solche Wichser gibt's natürlich, ne? Wie ihr jetzt gemerkt habt, ist der Rucksack voll. Und wenn der voll ist, klatschen wir den einfach in den Wagen und nehmen uns einen neuen rauf. Er gibt uns dann automatisch einen neuen Rucksack. Das heißt, ja, Schrotflinte. Das heißt, wir können dann einfach gechillt weitermachen. M16 kriege ich wieder nicht verkauft. Wir können dann einfach weitermachen wie gehabt. Und können uns unserem Loot widmen. Und verstecken wieder. Gut, ich brauche jetzt eigentlich gar keine Medical Supplies Mods. Aber wir haben bestimmt auch hier eine Waffencrate am Start. Ja, die haben ja alle nur Rotzwaffen, ey. Was will ich mit dem Käse? Ja, die guten Waffen haben halt, das ist dadurch, dass es nur so Nebenmissionen sind, ist es eigentlich vom Loot her, schaut euch das mal an, ziemlich überschaubar. Beziehungsweise auch ziemlich low. MP5 SD. So, jetzt zeige ich euch mal was, was ich vorhin angesprochen habe. Ihr seht jetzt da bei meiner PDW SD, wir haben drei Mags am Start. Jetzt, wenn ich das MP5 SD Mag nehme, zack, es sind 30 Schuss drin und ich habe jetzt, ihr seht das, 5. Also der nimmt die PD, also der nimmt die MP5 SD Mags auch als PDW Mag, was ziemlich geil ist. Jetzt habe ich die Waffe, obwohl ich die gar nicht wollte, weil die bringt uns nicht viel. Die hauen wir auch weg da. So, das war's jetzt schon fast mit der Mission. Warum sage ich eigentlich immer Mission? Eine DMR, das ist natürlich cool. Weil die DMR uns, ich glaube, 3 CNOZ bringt. An Gold. Wir können jetzt den Hilux können wir leider jetzt nicht mehr mitnehmen, den Geländewagen da, weil die Zeit uns nicht ausreicht dazu. Aber wir können immerhin ein paar Schmerzmittel, ein paar Morphium, ein bisschen was zu essen und ein paar Blutkonserven mitnehmen. Und das ist doch nie verkehrt. Das packen wir jetzt auch mal in unseren Armored-SUV rein. Ich habe mir nämlich dann zu Hause in der Base so diese Storage-Sheds bzw. diese Holzkisten, die ihr gesehen habt, da sind dann eben ein paar naja, da sind dann eben ein paar Sachen drin, so hier sag doch mal, da sind dann eben so Sachen drin wie, na jetzt, ja, in einer sind halt Lebensmittel drin, in der anderen habe ich mir Medical Supplies reingeballert, dass ich damit nicht wenigstens nur zwischendrin ein bisschen equippen kann. Wieder eine ZZ, die bringen uns jetzt nicht die Welt ein, aber die können wir mal mitnehmen. Es gibt uns,
Die leichten Maschinengewehre bringen uns eigentlich am meisten immer. Das gibt auch ein Gold pro Magazin. So, was haben wir noch? Da nehmen wir noch zwei Granaten mit. Und ansonsten, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Das lassen wir auch mal hier. So, Schütze. Wir können mal schauen. Ich hätte sogar ein Magazin dabei. Wenn ich es aber jetzt rein knall, dann ist es nach dem Restart weg. Dann würde ich sagen, warten wir bis nach dem Restart und ich zeige euch dann, gebe euch dann eine Kostprobe, weil auf einen Schlag dann immer so, auf einen Schlag immer 2000 Schuss verballern ist jetzt auch nicht immer unbedingt das, was ich möchte. Ja, schade, jetzt kann ich den Hilux da nicht mitnehmen, weil er jetzt dann auch nach der Mission weg ist. Aber wir werden jetzt dann mal nach dem Restart auch zum, ja, da guckt meiner an, zum Trader fahren. Jetzt habe ich dann 19 Magazine, ey, boah. Aber wir werden dann uns mal auf den Weg zum Trader machen. Und beim Trader mal die Sachen verchecken, dann seht ihr ja gleich mal, wie das ausschaut. Yeah! Dann können wir noch die Dame da unten auschecken, ob die noch was Schönes für uns dabei hat. Was hat die? M16A4, da können wir leider nichts damit anfangen. Schade, schade. Ja gut, dann war das unsere erste erfolgreiche Mission, ey. Wir haben nicht mal Blut verloren. Das ist ja eigentlich auch ziemlich krass. So. Wir können jetzt mal in der Zwischenzeit noch die Kuh erlegen. Und dann können wir später mal sehen, wenn uns nämlich dann zufällig ein, wenn uns nämlich dann zufällig ein Hund über den Weg laufen sollte. Alter. Ja, das ist das. Wir haben jetzt hier verschiedene DMRs, nämlich zwecks den Missionen. Wenn uns ein Hund über den Weg laufen sollte, Kacke, jetzt kann ich die Miss. Ah, fuck. 24. Wenn uns ein Hund über den Weg laufen sollte, dann können wir den eventuell für uns gewinnen. Okay, dann erlegen wir die Kuh halt stealth-mäßig. Scheiße, die Kuh hat den Braten gerochen. Haha, nee, da oben ist sie. So, MK17. Na, Kuh, wie weit bist du weg? 200 Meter? 114. Nice. Gut. Wollen wir uns mal ein Stück Fleisch, ne? Ein Stück Fleisch. Die schallgedämpften Dinger sind geil, wenn wir Missionen clearen, weil manchmal liegen diese Missionen wirklich so beschissen, dass man auf 300, 400 Meter ran muss. Und die MK17 SD hat eine Reichweite von 300 oder 350. Ab dann wird es ziemlich ungenau. Aber bis dahin, also wenn man nämlich die Missionen mit SD cleart, dann kann man die Leute auch umbringen, ohne dass sie einen unter Beschuss nehmen, weil sie eben nicht wissen, woher die Schüsse kommen. Sie sollten einen zwar dann nicht sehen, aber das geht ja dann alles ein bisschen gechillter von der Hand. Also ist halt dann mehr so Rainbow Six-Style, ne? So, jetzt gatten wir mal das Ding. Tier rausweiden. Dürfte uns so 6 Steaks, denke ich mal, bringen. Naja, schau. So, die nehmen wir mal mit. Und soweit ich weiß, muss das auch rohes Fleisch sein. Wenn wir jetzt irgendwo einen Hund finden, dann können wir uns eventuell mal darum kümmern, dass uns der Hund ein bisschen zur Seite steht vielleicht. Wobei das eigentlich auch überhaupt gar nichts bringt, weil wir immer mit dem Auto unterwegs sind. Das ist eigentlich auch behindert jetzt. Na, zumindest haben wir den Fleisch. Können sie dann weiterverkaufen. Ein Zivilist. Na komm.
Jetzt habe ich ihn am Arsch getroffen. Schau, da wird es schon ein bisschen ungenau. Jetzt machen wir es mal so. Wo schieße ich denn hin? Da oben! Da oben! Okay, nochmal. Schon wieder am Arsch. Oberkörper. Ja, da seht ihr. Das hat sich dann ja alles. Naja. Je weiter, desto ungenauer. Da ist jetzt wieder eine neue Mission aufgepoppt. A weapon struck has crashed. Go recover the supplies. Wie der Name schon sagt, kriegt man, wenn man die Mission cleared, einen Truck voller Waffen. Also der Truck ist wahrscheinlich im Arsch, aber die Waffen sind ja noch da und die kann man eben dann looten und verkaufen und so. Kann man sich eigentlich eine ziemlich gut ein paar Gold verdienen und die Gold dann eben von den Gold kann man sich dann bei den Wholesalers, also bei den Händlern, Building Supplies kaufen. Jetzt haben wir nur noch eine Minute. Ich logge mich jetzt auch mal aus, Leute. Aussteigen. Abschließen. Jetzt hauen wir uns da mal her. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise bei der nächsten Mission oder so. Also dann, haut da mal rein. Bis gleich. Bye bye.